Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Illinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom. Gestern war ein besonderer Tag. Gestern wurde mein alter Laptop ausgetauscht. Da kam ein Dienstleister pünktlich mit dem neuen Laptop. Und wer schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß, früher war es so, oh, wenn du einen Laptop-Tausch hast, puh, da bist du mindestens 3 Tage locker offline. Blödsinn, ging rucki-zucki, war eine coole Geschichte. Ich habe jetzt meinen neuen Laptop. Wer meinen alten kennt, der war gebrandet. Der neue hat jetzt hier 2 Aufkleber drauf und ich frage mich, hey Freunde, wieso soll ich denn damit als Werbeträger unterwegs sein? Das heißt also, ich werde mich mal um diese Aufkleber kümmern. Und dann diesen Laptop neu branden. Ich habe aus alten Tagen noch vom Service, normalerweise kleben diese Aufkleber an Autos, werde ich nur das T nehmen, Bilder werden folgen und hat dann den tollen Effekt, egal wo ich bin, ob im Flugzeug, in der Bahn, im Café, irgendwo in irgendeinem Gebäude in Deutschland oder halt in der Öffentlichkeit, man sieht sofort, der Bursche arbeitet für die Telekom und ich strahle dadurch aus, ich bin die Telekom, auf mich ist Verlass, sprich mich an. Über 90% aller Mitarbeiter und Mitarbeiter der Deutschen Telekom sind stolz darauf, bei dem Unternehmen zu arbeiten. Und warum denn nicht dann auch mit dem Laptop entsprechend brillieren? Warum das so ist übrigens, ganz einfach zu erklären. Wenn ich mal den Service anrufe, brauche ich ja die Service-ID. Die habe ich natürlich dann schneller im Blickfeld, wenn ich hier drauf gucke. By the way, die gibt es aber auch auf dem Desktop, diesem kleinen Lämpchen. Und bei tausenden von Laptops, die neu ausgeliefert werden, ist es für den Logistiker einfacher, die Kisten aufzureißen und dann hier die Aufkleber aufzukleben, anstatt das rauszunehmen, umzudrehen, aufzukleben. Also von daher, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, was ich hier mache. Ja? Also bitte nicht nachmachen. Ich mache es aber, weil ich finde es wichtig, weil ich stehe gerne als Botschafter mit meinem Tee im Mittelpunkt, da wo ich bin. Bis dahin, tschüss!